Ja, und somit wieder ein recht herzliches Hallo zu Valentin Rossi, die Game MotoGP 16. So, weiter geht's in der Karriere. Ja, einige Leute haben schon geschrieben, sie sind enttäuscht vom Spiel und sie werden es nicht kaufen. Gibt sicher Pro und Contra die Gründe. Ja, schwer zum sagen. Die KI finde ich auf den zwei, drei normalen Strecken, was es bis jetzt gegeben, außer A1-Ring jetzt natürlich ausgenommen, der haben mir nicht ganz so gut gefallen. Da müssen sie noch ein bisschen Feinarbeit leisten, aber bei den anderen Strecken muss ich ganz ehrlich sagen, die KI ist da schon um einen Ticken besser geworden, finde ich, aber es ist noch schwer zum sagen. Ich bin jetzt auch noch nicht so viel gefahren, wir werden das immer wieder von Rennen zu Rennen neu beurteilen. So, was haben wir hier? R1M... Oh, what the hell? Okay. Ist zumindest schon mal ein Motorrad, also von dem her. So, was haben wir da eingestellt? Die alle keine, das passt. Meine normalen Standardeinstellungen. Drei Runden, schwer. Lassen wir mal für hier eingestellt. Das passt ganz gut. Kann ich hier das Wetter umstellen? Das wäre natürlich extrem geil, auf jeden Fall. Obwohl, ist egal, schauen wir einfach mal. Auch falls es mal regnen sollte. Grafisch war das mit 15er, ja, Gott sei Dank wieder trocken, sehr schön. Aber grafisch war das, war der Regen vor allem am Motorrad und auf der Kombi hat er schrecklich ausgeschaut. So. Haben wir da jetzt ein Qualifying? Gut, dann bevor wir da wieder was umstellen, machen wir mal gleich einmal einen Test. Dann kann ich noch immer die Federn weicher stellen. As riders cannot train on the team's motorbikes. We decided to use Yamaha R1Ms at the academy to work on the track riding. This motorbike is a little less powerful than a MotoGP, but with the right mapping and the slick tires, it's great to practice with. Even if these races are useful for improving your riding skills, you can be sure that everyone will do their best to stay ahead of you. You have to give your best to win. Ja, mach mal. Also nicht ganz so stark wie ein MotoGP, also mehr Superbike-mäßig hier könnte man sagen, oder? Uah. Oh, geil. Wir legen immer relativ langsam um. Aber eine Runde drehen wir jetzt mal. Ah. Au, da haben wir jetzt komplett vertan. Hoho. Das Feeling ist irgendwie komplett anders wie bei MotoGP 15. Verzeih mir das noch ein bisschen. Ich brauche dann noch sicher die eine andere Runde, bis ich da reinkomme. Obwohl hier ist das jetzt wieder ganz ein neues Motorrad natürlich. Das kann ich jetzt mit den ganzen MotoGPs natürlich ganz vergleichen. Aber es geht ein bisschen in die Superbike-Richtung, würde ich sagen, vom Gefühl her. Ah, Sound ist ein bisschen eintönig, also... Ich glaube, das geht auch noch ein bisschen besser mit dem Sound. Warum können sie das nicht so machen wie bei Race Room Experience vom Sound her? Das kann nicht so schwer sein, oder? Sollen sie da den Soundmann abwerben? Oder ausborgen oder keine Ahnung was? Ja, hier stimmt die Nummer, Größenverhältnis, das passt. So, bevor wir jetzt weiterfahren, erstens schauen wir einmal, wo wir ungefähr stehen, gleich mit der ersten Zeit. Rein einmal informativ nur. Erster, okay, wir spulen mal vor, bis hier die ersten Zeiten kommen. 1,7, okay, dann müssen wir noch... Eine Runde werden wir noch drehen, Moment, Motorrad-Einstellungen, nö,
Moment mal, gibt's da kein Schnellsetup? Motor-Einstellungen. Muss ich jetzt selber einstellen? Was ist denn das? Ja, ich weiß noch nicht was. Federhärte, glaube ich, oder? Hinten und vorne, was waren das für Einstellungen? Ich will das nicht alles durchlesen. Etwas präziser, aber instabiler. Bewegung des Fahrers. Eieieiei. Reagiert das Motorrad besser? Wenn wir das erhöhen, reagiert das Motorrad besser. Ja, machen wir das einmal. Wird die Dämpfung erhöht, reagiert das Motorrad. Okay, das reagiert immer besser, wenn ich sehe. Aber warum haben wir dann beim Ding weicher gestellt? Ich verstehe es nicht. Eieiei. Lenker. Lenker auf Winkel, Nachlauf. Wird das Motorrad stabiler, wenn er den Lenkkopfwinkel erhöht? Aber weniger Reaktion, ich will es reaktionsfreudiger. Genau. Ja, scheiß drauf. Probieren wir es einmal. Einen kurzen Test noch. Mit meinem selber samtfuschten Setup. Schauen wir mal. Ja gut, es liegt aber auch natürlich am Motorrad ein bisschen, das ist ja sicher ein bisschen schwerer als wie MotoGP oder Moto2 oder überhaupt. Die Tausender hier. Schauen wir uns mal die ersten Kurven an. Ja, bis meiner geht es am dicken schneller. Man darf nicht zu früh aufs Gas, die schiebt raus, die R1. So, hier wissen wir es noch, genau, und jetzt raus. Und wir sind 10 Rückstand. Also eins kann man, glaube ich, von der Tendenz schon einmal sagen, bis auf R1-Ring natürlich ausgenommen. Die KI ist eindeutig schneller geworden, es ist schwieriger, hier die Zeiten zu fahren. Jetzt hier bei mir natürlich ganz am Anfang erst vom Spiel. Das kann sich natürlich auch noch alles ein bisschen ändern und relativieren. Ich werde mich mit der Zeit auch noch ein bisschen verbessern. Vor allem diese Driver-Skills, die da dabei sind. Inwiefern sie die noch, wenn man 100% hat, inwiefern sie die noch auswirken aufs Fahren. So, 8/10. Valentino Rossi ist erster. Zumindest die Runde war jetzt zwar auch noch immer scheiße, aber ich glaube zumindest ein Tick schneller wie die vorige. Perfekt, zweiter, optimal, zurück zur Box. Session Info und weiter geht's. Direkt hinter Wale hier. Ich weiß nicht, jetzt habe ich die Farbe rot bei der Nummer. Ja, ist egal, lassen wir das mal. Irgendeine eigene Farbe, aber da finde ich eben nichts. Orange, puh. Blau, ich weiß nicht. Vierter, ja, geht schon. Komm. Also die Pole könnte man mit einer sauberen Runde auf jeden Fall mal rausfahren. So viel sei mal gesagt. Dann müssten wir jetzt mal interessant auf realistisch, wie viel schneller das er wirklich wäre, Rossi hier von der Zeit her, 1:39,5 und dann auf realistisch, das muss ich mir auch noch anschauen, speziell mal ein paar Strecken. Oder mal eine Schwierigkeitsstufe drin lassen und da mal zwei, dreimal das Qualifying laufen lassen, ob die KI da selber wenigstens ungefähr gleich schnell bleibt. Und was dann der Unterschied ist. Körperposition, okay. Da schauen wir doch nochmal rein, was wir da jetzt wirklich schon alles freigeschalten haben, aber ich glaube, das kommt automatisch, aber irgendwie kriege ich da nicht so wirklich eine Info. Aber das kommt so schleichend dann. Wolkenlos! So, können wir eigentlich theoretisch... Reifentechnisch, gibt es da auch was? Oh! Durchschnitt! Ja, wie geil ist das denn? Hart, Durchschnitt oder weich? Oh, Freunde!
Das wäre dann vielleicht bei den längeren Rennen auf jeden Fall interessant, oder? Ja, Bremse, da die Scheibe, groß, klein. Scheibe 1, das erste Scheibe 1 verschafft dir mehr Bremskraft, ist aber weniger modular. Am zweiten Typ verhält es genau andersherum. Eine leistungsstarke vordere Bremse, bremst das Motorrad schneller ab. Kann aber in Kurven zu Untersteuern führen, das wollen wir nicht. Ja, das ist eine gute Frage. Verschafft ihr mehr Bremskraft? Ich hau mal vorne die 1er rein. Das probiere ich jetzt mal. Gleich als kleines Experiment noch zusätzlich. Die greift mehr? Na, mal schauen, ob wir da besser Bremse vorne. Hinten können wir es ein bisschen lassen, dass es vielleicht ein bisschen stabiler bleibt hinten. Aber vorne... Ah, verdammt, jetzt habe ich gar nicht auf die Aufstellung geschaut. Wen haben wir denn da alles? Rossi mal auf der Pole auf jeden Fall. Morbidelli und Baldassari. Antonelli, Marini. Oh, sorry. Wild übers Körb. Nummer 8 hinter uns, das könnte Bulliger sein. Ah, greift jetzt wirklich besser? Ich weiß nicht. So, Stabilitätsproblem habe ich mal keins. Ja, wenn das wirklich besser ist vom Bremsen her, muss ich mir die in der Karriere dann auch reinhauen. Gleich in der Moto 3 auch. Schauen wir mal, wie sich der weiche Reifen eigentlich verhält. Wo sehe ich eigentlich einen Abrieb? Sehe ich den irgendwo? Ah, nicht so aufrichten. Wir schauen mal hier aus. Ah, das ist das übliche Problem, glaube ich, genau. So, wir rollen hier mal rein. Das hat gut funktioniert. Marini. Wie gesagt, wenn man dann wirklich gut drin ist, aber momentan reicht es auch mit der Schwierigkeit. Sehe ich jetzt hier irgendwas den Reifen abbringen oder bin ich blind? Also unter dem Gang auch noch so ein Balken. Ach so, das ist Bremse und Gas. Ah, okay, Bremse und Gasanzeige. Ein bisschen direkt, okay. Temperatur vom Reifen haben wir unten, okay, das ist auch klar. Aber ein Abrieb an sich. Wow. Keine Ahnung, und das ganz unten, wissen wir noch immer nicht genau, was das ist. Wo der davon läuft und der Strich immer weiter hingeht. Muss jetzt einmal recherchieren. Gibt es eigentlich eine Anleitung vom Spiel? Muss ich mal direkt schauen. Ich glaube nicht. PDF irgendwas? Ja, sie haben schon noch herausfinden. So, Luca Marini. Mini-Abstand zu den Top 3. Aber die 1 liegt echt Bombe, muss ich sagen. Also... Hätte man sollen das Setup fast jetzt safen sollen. Bei der Lenkung habe ich was verstellt, glaube ich, oder nach unten. Gut, ich kann das Video eh wieder nachschauen, wenn es wirklich ist. Denn R1-mäßig werden wir sich auch noch das eine oder andere Rennen machen. Ah, oh, das war ganz schlecht. Das war ganz schlecht vom Winkel her. Ja, und schon wieder das Phänomen hinter mir, die große Lücke nach vorne auch. Was ist denn da los?
ist ja noch Ärger als über dem 15er dann. Ja, letzte Runde sind wir eh schon. Okay, hier kommen wir schon wieder näher auch in der Phase. Gut, wir sind aber auch noch auf schwer, muss man auch dazu sagen. Aber wir sehen hier tendenziell, kommen wir hier extrem wieder näher in der Phase. Das haben wir noch immer nicht so hinbekommen. Anscheinend. Trotzdem sind wir nur Fünfter, also von dem her passt das dabei eh so weit noch. Ja, nicht einfach. Alles neu, alles ein bisschen anders. Warum habe ich eigentlich jetzt den anderen Helm auf und nicht meinen Rossi-Helm? Aber grundsätzlich der... Das R1-Rennen hier gefällt mir schon mal ganz gut. Fähigkeiten verbessert. 42, ja, das dauert ein bisschen, bis wir da Level 100 sind. Vielleicht fährt sich dann auch leichter, das kann natürlich durchaus sein, aber ich habe jetzt so ein Einzelrennen... Achso, vielleicht könnte ich mit Rossi oder mit irgendeinem Einzelfahrer fahren und dann nochmal schauen, was sich da dann vielleicht verhindert. So, Termas de Rio Hondo. Genau, da hat mir noch ein Zuseher natürlich einen Tipp gegeben. Wo war denn das noch einmal? Und zwar Schaden, da könnte ich nochmal plus 5% gehen. Motor 3 werden wir jetzt eh nicht so schnell einen Schaden haben. Kriegen wir ein bisschen mehr Feuer Points. Also ich würde sagen, in dem Part gehen wir doch ein bisschen ins Quali jetzt rein. Das ist jetzt schon spontan von mir. Können wir noch reinschauen? Hallo aus Termas de Rio Hondo. Ach so, jetzt habe ich aber fürs Rennen dann wieder... Na egal, dafür sind wir ein bisschen schnell unterwegs. Der Himmel über der Rennstrecke sieht zwar eher düster aus, aber die Meteorologen haben uns versichert, dass es nicht regnen wird. Ja, Eddie, lasse ich jetzt immer laufen, das wollt ihr ja. Hat mir schon wieder jemand geschrieben. So, Moment einmal, Motoreinstellungen. Ja, hier kann ich die... Genau, so, und was macht er jetzt dann wirklich? Richtungswechsel. Weichere Federeinstellungen, weichere Dämpfereinstellungen. Hm. Aber weicher? Moment einmal, langsam, schnell. Welches Problem ist es? Schnell. Härtere Feder, härtere. Ja, was heißt schnell? Es ist mir zu schnell oder ich will es schneller haben? Das ist ja auch... Wolkiges Problem, Richtungswechsel. Welches Problem? Schnell. Hm. Jetzt nehme ich mal das. Bin mir nicht ganz sicher, weil von der Beschreibung her war doch, glaube ich, wenn man es härter schnell, dass man schneller... Wenn man es härter stellt, dass man schneller umlegt, oder? Schauen wir das jetzt mal an. Hm, na gut, Motor 3 ist jetzt schwer zu sagen. Aber geil schon mal, dass man drei verschiedene Reifen hat. Muss ich direkt hier auch schauen, ob das so ist. Boah, vielleicht so eins ist natürlich ein bisschen mühsam. Schauen wir, was wir uns im nächsten Meisterschaftslauf hier machen können. Auftakt war schon einmal nicht ganz so schlecht. Link war da. So, hier auf jeden Fall voll raus. Alles andere. 14 Rückstand dafür. Ja, der erste Sektor war nicht ganz so gut. Gut, okay, wir sind jetzt einmal rausgefahren. So, da unten. Ja, jetzt ist der Balken wieder komplett voll. Der ganz unten da. Also rechts unten im Eck, wenn du schaut. So, was haben wir hier für Anhaltspunkte? Das waren nochmal die falschen.
Also fürs Bremsen. Na, jetzt haben wir den richtigen Helm wieder auf. Da muss ich direkt schauen, ob es für den R1 Cup, dass ich mir da die ganzen Dressen und Garnituren und Helm und alles nochmal extra aussuchen muss dort. Für einen Flat Track oder Flat Track, wie es Rossi sagt, muss man dann selber nochmal was eigenes aussuchen. Und what? 34. an ein 10. Was steht da links unten? Komm, eine Runde probieren wir noch. Spannarelli. Der fährt wieder ohne zum Schauen. Jetzt fahren sie langsam zwar raus, aber da wäre fast gescheiter wieder gleich Gas gibt, wenn er eh nicht schaut. Dann hätte er wenigstens ein bisschen Renntempo drauf. So fährt er einfach rüber, ganz gemütlich. So, der war jetzt hast du mich nur abgelenkt. Vor lauter Reden wieder, ja, und da sieht man und dann ist man hier nicht in der Linie. So, jetzt passt das. Der hat mich gleich so aus dem Konzept gebracht. Und fast 2 Zehntel Vorsprung, jawohl. Da haben wir zum Glück nichts verloren. Jetzt hat die ganze Nummern, wenn wir uns auch anschauen, ja hier tendenziell einen kleinen Ticken zu groß, so Bremspunkt. Links da... Ja, das war auch zu spät umgelegt. Muss man auch fairerweise sagen. Ah, letzte Rille. Ein paar Zentimeter zu spät sogar. Fürs Moto 3, sage ich mal, reicht's. Oder passt jetzt die Einstellung? Da weiß ich nicht. Ich weiß noch immer nicht, ob es jetzt schneller oder langsamer geworden ist. Gut, das können wir aber jetzt kurz nochmal schauen dann. Wäre jetzt nicht ganz so nervös ist, der Moto 3 ist in dem Fall eigentlich eh nicht so schlecht. Ich bild meine, es geht langsamer, aber kann mich auch täuschen. So, und wir haben den zweiten Platz, 25 Hundertstel hinter Romano Finati. Gut, ist aber auch erst relativ der Anfang. So, zurück zur Box. Was haben wir da? Die Marken sind alle echt. Maximilian Bühler. Was für Marken? Da hat direkt live ein Kommentar. Achso, wir sind bei MX, sorry. Achso, der hat sich... Ah, der schaut sich gerade den ersten Band an. Okay, alles klar. Motoreinstellungen. Ich will das jetzt nur ganz kurz einmal Richtungswechsel langsam. Und wenn ich jetzt noch einmal tue, Richtungswechsel langsam, stellen wir das noch einmal um. So, nur mal die ersten Kurven, schauen wir uns noch an und dann war es das mit dem Bad. Das will ich jetzt nur wissen. Leute hier. Schwer zu sagen. Ich merke jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich einen Unterschied. Hier noch einmal, nehmen wir noch die erste Kurve mit. Ich weiß nicht warum, weil ich ja schon zweimal gefahren bin, aber irgendwie habe ich jetzt ein bisschen besseres Gefühl fürs Motorrad. Ganz eigenartig.
Gut, das war's aber schon wieder mit dem Bad. Herzlichen Dank. Und wir sehen uns beim nächsten Bad. Ich habe keine Ahnung, wann ich jetzt ein oder zwei Bads bringe. Verzeiht mir das einfach, wie es ausgeht mit der Arbeit. Das ist ein bisschen chaotisch. Deswegen kann ich da keine fixen, ganz fixen Sachen sagen. Aber Minimum ein Video, wie gesagt, jetzt einmal in der Anfangsphase auf jeden Fall, kommt definitiv raus. Ja, das soll es auch gewesen sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke und ciao, ciao.